Herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video zu The Elder Scrolls Online. Ich bin der Lord Morrowind und möchte euch den Einstieg in The Elder Scrolls Online erleichtern. Im letzten Video haben wir besprochen, was war der Meisterhandwerker, ob er sinnvoll ist, und in diesem Video dreht es sich darum, was sind Eigenschaften in The Elder Scrolls Online, welche sind wichtig und wie könnt ihr diese erlernen. Als allererstes, was sind Eigenschaften? Eigenschaften nennen sich in The Elder Scrolls Online auch Traits. Traits geben euch sowohl auf Rüstung, als auch auf Schmuck, als auch auf Waffen bestimmte spezifische Boni. Das kann einmal sein, erhöht die Rüstung eures Gegenstands um 14%. Das kann sein, erhöht den Effekt von Mundussteinen um 5%. Was Mundussteine sind, kommen wir später dazu. Dann robust, reduziert eure Kosten beim Blocken, solche Sachen. Dann bei Schmuck, Lauftempoerhöhung. Dann gibt es noch die Möglichkeit, erhöht euer maximales Leben, Ausdauer, Magika etc. Dann gibt es bei Waffen, die ausgehende Heilung ist besser, ist für Heiler ganz interessant. Oder erfüllt, wenn man Verzauberungen drauf macht auf die Waffen, kann man diese auch verstärken. Das heißt, das sind alles so kleine Zusatzfeatures, die es euch einfacher machen sollen und die euch weiterhelfen. Erlernen könnt ihr diese Eigenschaften, indem ihr euch zum Beispiel an einer normalen, gut, ich habe jetzt hier keine, nehme eine Setbank, ne? Und gibt es hier oben rechts einen Reiter analysieren. Da sind alle aufgelistet. Im Normalfall steht hier drüben dann entweder nicht bekannt oder analysierbar, wenn ihr einen Gegenstand habt, den ihr analysieren könnt. Zum Beispiel für Tanks sollte man dann natürlich im Bereich schwere Rüstung gucken. Es sind zwar dieselben auf Rüstung, dieselben Eigenschaften, aber ist halt natürlich wichtig, dass ihr eure Rüstungsart wählt. Des Weiteren gibt es bestimmte Voraussetzungen, zum Beispiel wenn ihr später mal ein Set herstellen wollt oder so, ist es wichtig, dass ihr Handwerk überhaupt erlernt. Das kostet euch sonst im späteren Verlauf sehr, sehr viel Geld, und bestimmte Sets erfordern eine Mindestanzahl an Eigenschaften, die ihr erlernt. Das ist die kleine Zahl, die hier davor steht. Das heißt, es gibt natürlich auch Sets, zum Beispiel dieses hier, ist ein sehr gutes Einsteiger-Set. Könnt ihr mit zwei erlernten Eigenschaften selber herstellen. Natürlich nur das Rüstungsteil. Wenn ihr jetzt nur zum Beispiel einen Stab oder jetzt hier den Torso mit zwei Eigenschaften erlernt habt und alles andere nichts, könnt ihr leider nur das eine Teil herstellen. Deswegen ist immer wichtig, die Rüstung, die ihr im Spiel findet, zu erlernen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Sobald da so eine kleine Lupe rechts daneben ist, werde ich euch gleich nochmal zeigen, wie das aussieht, könnt ihr diesen Gegenstand analysieren. Das heißt, bitte nicht zerstören, verkaufen, verkraften, sondern aufheben, zu einem Tisch rennen, steht in jeder Großstadt einer, und dann die Eigenschaft analysieren. Jetzt möchte ich euch natürlich noch auf den Weg geben, welche Eigenschaften sind denn für euch überhaupt relevant. Es gibt nämlich Eigenschaften, die sind entweder irrelevant oder für den späteren Verlauf unwichtig. Wir fangen mal bei Rüstung an. Allgemein ist es auf Rüstung so, dass es drei sehr gute Eigenschaften gibt. Die erste Eigenschaft ist erfüllt. Erhöht sozusagen die Verzauberung, die ihr auf eurer Rüstung habt. Ja, zum Beispiel sind jetzt hier 763 maximale Ausdauer drauf. Wäre die Eigenschaft erfüllt, wäre dieser Gegenstand um 200 Punkte ungefähr höher. Göttlich erhöht den Effekt von Mundusstein. Ist auch eine sehr wichtige Eigenschaft, brauchen aber bevorzugt DDs. Mundussteine sind im Prinzip auch so ein kleiner Buff, den ihr kostenlos kriegt. Müsst natürlich zu einem Stein hingehen und euch den Buff abholen. Oder die Verbesserung abholen, und göttlich pusht das Ganze nochmal, verstärkt das Ganze nochmal. Als Tanks kann ich auch empfehlen robust oder verstärkt. Alle anderen Traits könnt ihr im Nachhinein erlernen. Dann
gibt es in der leichten Rüstung und mittleren Rüstung. Natürlich gilt dasselbe. Dort braucht ihr aber weder robust noch verstärkt, sondern dort solltet ihr euch darauf konzentrieren, erfüllt und göttlich zu analysieren und danach den Rest beliebig machen. Einfach weil erfüllt und göttlich für die DS später mal am wichtigsten sind. Dann kommen wir zu Waffen. Bei den Waffen ist es ganz wichtig, gibt es natürlich auch je nach, natürlich nach Roller, Betank, Heiler, DD spielt, unterschiedliche Sachen. Fangen wir mal mit dem Bogen an. Bei dem Bogen und allgemein bei Einhandwaffen, Zweihandwaffen solltet ihr die Eigenschaften präzise erlernen, erfüllt und geschärft. Mit denen macht ihr je nach Situation den besseren Schaden im Gegensatz zu den anderen. Dasselbe gilt, also präzise, erfüllt, geschärft, gilt auch für Flammenstäbe, also für allgemein Zerstörungsstäbe. Solltet ihr einen Heiler spielen wollen, ist es wichtig, als allererstes gestärkt zu analysieren. Erhöht eure gewirkte Heilung. Ganz, ganz wichtig. Danach vielleicht noch präzise und erfüllt und danach könnt ihr den Rest analysieren. Solltet ihr tanken, braucht ihr natürlich auch ein Schild. Möchtet ihr euch das selber herstellen, ist es auch dort empfehlenswert, entweder erfüllt oder verstärkt zu analysieren. Gibt euch als Tank sehr, sehr gute Boni. Und als drittes würde ich robust empfehlen, Blockkostenreduzierung. Dann beim Schmuck werdet ihr am Anfang die drei Grundsachen finden. Arkan, kräftigen und robust. Diese könnt ihr ruhig analysieren. Beim Schmuck gibt es jetzt nicht so große Möglichkeiten, da am Anfang relativ viel zu erlernen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, einen blutdürstigen Ring zu analysieren oder so, das heißt zum Beispiel, wenn ihr PC-Spieler seid, unten in der Beschreibung steht meine Ingame-ID, könnt ihr mich gerne anschreiben, dann schicke ich euch einen Ring und eine Kette zum Analysieren. Müsst euch dann natürlich selber das Material kaufen dafür, um euren Ring darin herzustellen. Aber blutdürstig ist halt für DDs mindestens einmal erforderlich, aber jetzt nur, wenn ihr Wettdailies laufen wollt oder später mal 12er-Prüfungen. Vorher ist dieser Trade nicht relevant. Jo, das war's auch schon zu den Eigenschaften in der Elder Scrolls Online. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Übersicht gestalten und hab's nicht allzu hastig oder zu schwammig erklärt. Sollten da noch Fragen offen sein, ihr wisst, es gibt die Kommentarfunktion. Haut sie rein. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. Wenn ihr auf den Laufenden bleiben wollt, lasst mir gerne ein Like da oder, was mich natürlich noch viel mehr freuen würde, ein Abo da und dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn von mir neue Videos kommen. Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.